بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, ich habe schon einen Vortrag gemacht. Will die DTIP den Islam zerstören? Fragezeichen. Das war eine Frage, weil sie dort jemanden unterstützt haben, der ganz klar den Islam zerstören will. Denn was ist Zerstörung des Islams? Zerstörung des Islams ist, wenn man den Islam zu einer Religion macht, die nicht mehr Islam ist. Der Islam ist vor ca. 1400 Jahren herabgesandt worden. Allah sagt im Koran in Sura 5, Vers 3, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich eure Religion vervollständigt. Wa atmamtu alaykum ni'amati. Und habe meine Gnadengaben an euch erfüllt. Wa raditu lakum al-Islam dinan. Und bin mit dem Islam für euch als Religion zufrieden. Darunter verstehen wir, dass Allah mit dem Islam zufrieden ist, so wie er den Propheten offenbart wurde. Wenn jemand den Islam verdreht, dann ist das nicht der Islam, mit dem der Prophet ﷺ gekommen ist. Der Prophet ﷺ sagt, Sataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi nar illa wahida. Diese Umma wird schon 73 Gruppen spalten, alles in der Hölle außer einer. Dann wird er gefragt, wer ist diese Gruppe? Da sagt er, also die Gruppe, die ins Paradies geht, ma'ana alayhi al-yawm wa ashabi, die auf dem basieren wie ich und meine Gefährten. Das heißt, wir müssen den Weg der Sahaba folgen, der originale Islam, der richtige Islam. Ja? Und ein Muhammad Khurshide ist ein Kafir, ganz klarer Fall. Und ich möchte heute über dieses Thema reden, dass dieser Islamlehrer ein Kafir ist. Der Kufr des Muhammad Khurshide. Und ich möchte das klarstellen. Und hier müssen wir erstmal sagen, was ist eigentlich ein Kafir? Was ist das genau? Ja? Oder ich möchte nicht sagen, was das genau ist, sondern ich möchte eine Definition bringen, die eigentlich für jeden verständlich ist. Was ist die Grundlage für den Iman, die Grundlage für den Islam? Die absolute Grundlage ist der Koran. Wenn einer den Koran verleugnet, ist er ein Kafir. Und wenn einer auch nur einen einzigen Vers im Koran verleugnet, dann ist er ein Kafir. Allah sagt im Koran, Atakfuru atu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Glaubt ihr an das eine vom Beruf, verleugnet ihr das andere? Allah sagt im Koran, Sura 4, Vers 149 bis 151, da sagt er, إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Das heißt, diejenigen, ich will mal gucken, wie er das hier übersetzt, wie Mohammed Rasul das übersetzt. Das ist, wie gesagt, Sura 4, Vers 149 bis 151. Ja? Da sagt er, ja, wahrlich diejenigen, die nicht an Allah und seinen Gesandten glauben und seine Gesandten, Mehrzahl glauben, und eine Trennung zwischen Allah und seine Gesandten machen. Ja? Das heißt, ein Unterschied zwischen Glauben an Allah und Glauben an Allahs Gesandte. Ja? Und sagen, wir glauben an die einen und verwerfen die anderen. Das heißt, die glauben an eine Sache und an die andere nicht. Und einen Zwischenweg einschlagen wollen. Das sind die wahren Ungläubigen. Das heißt, jemand, der hier versucht, Zwischenwege einzuschlagen, der glaubt an das eine, glaubt nicht an das andere, der ist raus. Und deswegen müssen wir gucken, in vielen Fällen, es gibt natürlich viele Dinge, die zum Kuffer führen und die Kuffer sind, aber wir müssen im Endeffekt den Koran als Maßstab nehmen. Wenn jemand etwas sagt, was klar und deutlich gegen den Koran ist und notwendigerweise von der Religion zu wissen ist, dann ist er weg vom Fenster. Und insbesondere, wenn er angeblich den Islam studiert hat, also nicht gestern, zum Islam konvertiert ist und in einem islamischen Land aufgewachsen ist und nicht nur in irgendeinem islamischen Land, sondern in Saudi-Arabien. So. Mohammed Khurshide sagt, dass er in Saudi-Arabien aufgewachsen ist. Er sagt, dass er in einem islamischen Land studiert hat, in Libanon. So. Das ist das, was er behauptet. Das heißt, hier gibt es keine Ausrede wegen Unwissenheit. Die gibt es eigentlich sowieso nicht, wenn einer behauptet, es gibt keine Hölle, weil das steht fast auf jeder Seite im Koran. Aber auf jeden Fall, das wollte ich nur ganz kurz am Anfang als Einführung sagen. So. Und wir urteilen jetzt nach dem, was er in seinem Buch schreibt und beobachten das. Und dann müssen die Muslime sich fragen, was wird hier für ein Film gefahren in der Uni Münster?
will man uns für doof verkaufen. Ja? Nach dem 11. September will die Landesregierung auf einmal ein Islamseminar in Münster gründen. Zuerst bringt man einen Professor, der sich Muslim nennt, aber die Existenz Mohammeds anzweifelt bzw. leugnet. Als der weg ist, kommt der nächste Karnevalspräsident und behauptet, es gäbe keine Hölle. Das ist nur metaphorisch zu verstehen. Was wird hier versucht? Die sollen die Lehrer ausbilden, damit die Lehrer demnächst in die Schulen kommen. Dann gibt es kein Gebet mehr, da gibt es kein Fasten mehr, alles keine Pflicht. Hauptsache, du bist ein guter Mensch. Islam braucht man eigentlich gar nicht. Ja, wir leben ja heute und haben die Mikrowelle. Verstehst du so nach diesem Motto? So, was wird hier gemacht? Der Plan ist ganz klar. Der Plan ist hier, den Islam von innen zu zerstören. Und deswegen sagen die Gelehrten, ja, der Feind außerhalb des Hauses, der ist manchmal weniger gefährlich als der Feind, oder meistens weniger gefährlich als der Feind innerhalb des Hauses. Und der Feind, der in deinem Haus ist, der mit dem Paket Islam kommt und dann den Kindern erzählt, alle kommen ins Paradies, die gute Menschen sind auch Atheisten. Auch Leute, die nicht an Gott glauben, sind Muslime, wenn sie als barmherzige Menschen leben. Ich komme gleich zu Fakten zu diesem Thema. Beten braucht Gott nicht, Fasten braucht er auch nicht. Ja, stimmt, er braucht er auch nicht, hat er aber befohlen. Und er hat uns nicht erschaffen, damit wir ihn dienen und so weiter und so. Es gibt keine Hölle und so weiter, das komplette Programm. Das heißt, was bleibt vom Islam übrig? Der Name, ohne Inhalt. Das heißt, du hast ein Paket, wo Islam draufsteht, aber kein Islam drin ist. Ganz einfach. So. Und wie kann man das bekämpfen oder wie kann man dagegen angehen? Weil es gibt einige Leute, die sagen dann zu uns, ihr sollt nicht so öffentlich reden, da könntet ihr Probleme kriegen. Was wir für Probleme kriegen, das lass unsere Angelegenheit sein. Möge Allah uns beschützen. Aber der Prophet, der hat auch öffentlich gerufen und ist angegriffen worden. Man hat versucht, ihn zu töten, ist vertrieben worden, ist mit Steinen beschmissen worden. Man hat Innereien auf ihn draufgerufen, man hat ihn beschimpft, man hat ihn bekämpft, man hat sich über ihn lustig gemacht, man hat seine Anhänger getötet, man hat seine Anhänger gefoltert. Das ist der Weg. Wer das nicht kapiert und macht einen auf Scheich in Deutschland, soll einmal den Koran lesen, hat das kapiert. Und ansonsten soll er am besten sich in die Irrenanstalt einweisen lassen. Weil wer den Koran liest und nicht kapiert hat, dass der wahre Weg bekämpft wird, der hat den Verstand verloren. Ganz einfach. So. Weil unsere Dawa wird nicht bekämpft, weil sie zu provokant ist. Unsere Dawa wird bekämpft, weil sie effektiv ist und richtig ist und nach dem Manage des Propheten ist. Ganz klar. Wer was anderes sagt, den fordere ich zur Debatte raus, öffentlich, und dann werde ich ihn zum Frühstück fressen. So einfach ist das. So. Jetzt kommen wir hier zu unserem Islampsychologen. Auf Seite 29 des Korans sagt er, auf Seite 29 von seinem Buch Islam ist Barmherzigkeit. Und so kommt der Islam ist Barmherzigkeit. Stimmt, Islam ist doch Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit ist ein Teil des Islams. Richtig, absolut, absolut. Wir geben es zu, Allah ist barmherzig, aber Allah ist auch gerecht. Und deswegen vergibt er aus Barmherzigkeit und er bestraft aus Gerechtigkeit. Was er nämlich will, ist, er will die Barmherzigkeit in den... Er sagt, wir, die sogenannten Fundamentalisten, wir reduzieren den Islam auf Äußerlichkeiten. Wir reduzieren den Islam nicht auf Äußerlichkeiten. Er reduziert den Islam auf Barmherzigkeit. Das ist der Punkt. Aber im Islam gibt es Barmherzigkeit und es gibt Bestrafung. So einfach ist das. Barmherzigkeit, ja, für die, denen vergeben wird. Und Bestrafung für die, die es verdient haben. So einfach ist das. So, und das sagt Allah auch im Koran, dass er barmherzig ist und hart ihn bestrafen. Musst du nur einmal den Koran lesen, dann würde man es eigentlich verstehen. Ja? Aber auf jeden Fall, auf Seite 29 sagt er, der erste Kuffer von ihm, es ist etwas Göttliches in uns Menschen. Es ist etwas Göttliches in uns Menschen. Das heißt, wir Menschen haben einen Teil von Gott. Und dann sagt er auf Seite 197, die Würde des Menschen ist auch im Göttlichen begründet, was im Menschen drin wohnt. Jetzt kommt er natürlich mit einem Argument vom Koran. وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِ, dass Allah in ihn von seinem Geist eingehaucht hat. Aber wie von seinem Geist so? Hier haben wir jetzt,
Interpretationsmöglichkeit, weil hier kommen die Schlauberger, sagen, ja, dann können wir es ja, ja, ihr interpretiert es so und wir interpretieren es so. Ja, wir sagen aber, eine Interpretation muss eine Grundlage haben. Erstens, was sagt Ibn Kathir? Koran mit Koran. Warum Koran mit Koran? Weil der eine Teil des Korans dem anderen Teil des Korans nicht widersprechen kann, weil Allah in Sure 4, Vers 82 sagt, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ عِنْدِي وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِي غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافٍ كَثِيرًا. Haben Sie den Koran nicht betrachtet, wäre von dem anderen außer Allah, würden Sie viele Widersprüche finden. So. Das heißt, wir müssen gucken, wie bringt sich ein Vers zusammen. Allah sagt hier, von seinem Geist ist damit gemeint ein Teil von Gott, eine Eigenschaft von Gott, oder ist damit gemeint, wie Allah sagt, das Haus Gottes. Was ist das Haus Gottes? Beitullah ist die Kaaba. Hier wird die Kaaba, Beitullah genannt, ist ein Geschöpf von Allah, nicht ein Teil von Allah, sondern ein Geschöpf von Allah. Warum? Tashrifen li hadhal bayt, als Ehrung für dieses Haus. Und hier ist es eine Ehrung für den Menschen, dass Allah einen von ihm speziell erschaffenen Geist in den Menschen eingehaucht hat, aber nicht, dass der Mensch einen Teil Gottes in sich hat, das Pantheismus, das Kuffer. Allah sagt im Koran in Sure 42, Vers 11, Laysa kamithli shay wa huwa sami'ul basir. Nichts ist ihm gleich, er ist der Allhörende, der Allsehende. Und die Akida, dass ein Teil Gottes im Menschen drin ist, so wie das hier verbreitet wird, ist großer Kuffer. Nach Imam Malik, nach Imam Shafi'i, nach Imam Abu Hanifa und nach Imam Ahmed ibn Hanbal. Das ist der erste große Kuffer. Ja? Und dann wird er wieder erzählt, ja, nee, das haben wir nicht so gemeint und so weiter und so fort. Ja, die Sache ist klar. Hier, er versucht hiermit herauszukitzeln, warum die Würde des Menschen unantastbar ist und kommt dann mit diesem Argument. So, Punkt. Erster Kuffer. Zweiter Kuffer. Auf Seite 29, da sagt er, er will eine Beziehung zu uns Menschen nicht als Herr-Knecht-Beziehung gestalten, sondern als Freundschaftsbeziehung. Das heißt, Gott will keine Herr-Knecht-Beziehung, sondern er will eine Freundschaftsbeziehung. Allah sagt im Koran, in Sure 1, und das möchte ich hier am Anfang auch nochmal betonen, für die Nicht-Muslime, die zugucken. Es geht hier nicht darum, was vielleicht dem einen oder anderen Nicht-Muslim gefällt. Ja, vielleicht gefällt dem einen oder anderen Nicht-Muslim, ja, ach, wenn Gott mein Freund ist, das ist doch schön. Es geht nicht darum, was man sich wünscht. Der Islam ist kein Wunschkonzert. Es geht um die Realität. Es geht darum, was der Koran sagt. Wenn jemand seine Religion hat und er sagt, ja, ich glaube, dass Gott ein Teddybär ist, beispielsweise, ja, mir wird diese Religion nicht gefallen und ich werde ihn davon versuchen, zu überzeugen, dass das nicht stimmt. Aber wenn jemand kommt und erzählt mir, im Koran steht nicht drin, dass der Mensch eine Beziehung zu Gott hat, als dass Gott der Herr ist und der Mensch der Diener ist, dann sage ich dem, du hast einen Dachschaden. Allah sagt in Sure 51, Vers 56, وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Sie mir dienen. Und er sagt, nee, hat er nicht, Freundschaftsbeziehung. Ich hätte, was ist das? Ist gegen den Koran, das ist eine klare Aussage. An wie vielen Stellen wird erwähnt, dass Allah diejenigen lobt, die ihn anbeten? An wie vielen Stellen? An wie vielen Stellen wird der Prophet Diener Allahs genannt? Sure 25, Vers 1. Tabarak alladhi nazzal al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Segensreich ist derjenige, der den Furqan auf seinen Diener herabgesandt hat, damit er ein Warner für die Welt ist. Furqan heißt auch das andere Wort für den Koran. So 18, Vers 1. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Gepriesen sei derjenige, der auf seinen Diener, Mohammed, das Buch herabgesandt hat und ihm nichts Krummes gemacht hat. Subhanalladhi asra bi abdi leilan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Sure 17, Vers 1.
Gepriesen sei derjenige, der in der Nachtreise seinen Diener, also Mohammed, von der Masjidul Haram zu der Masjidul Aqsa gebracht hat. Es ist eigentlich unfassbar für mich, dass man irgendwann mal dazu kommen muss, zu beweisen, dass Allah den Menschen dazu erschaffen hat, dass man ihm dient. Es ist unfassbar. Es ist echt unfassbar, dass in Münster ein Typ kommt, der sich Islamwissenschaftler nennt und erzählt, nee, wir haben keine Beziehung zu Allah, dass wir seine Diener sind. Das ist sogar der größte Lob für den Propheten, dass Allah ihn seinen Diener nennt. Wir sind stolz, die Diener von Allah zu sein. Aber das Problem ist, manche Leute, die machen dann so ein Bild von einem König und stellen sich Gott als Mensch vor, aber Gott ist Gott. Und deswegen ist es keine Schande, ein Diener Allahs zu sein, sondern es ist eine Ehre, ein Diener Allahs zu sein. Und weil sie es als eine Schande ansehen, diese Kuffar, wie dieser Typ, ein Diener Allah zu sein, ja, haben sie es weginterpretiert, obwohl es so klar und deutlich ist. Subhanallah, ich weiß, man muss eigentlich sprachlos sein. Man muss wirklich sprachlos, ein bisschen sprachlos, als hätte ich echt nie gedacht, dass mal so ein Schwachsinn gelabert wird. Ja, wie gesagt, er erzählt irgendwas von seiner komischen chorschidischen Philosophie, die demnächst den Kindern als Islam verkauft wird, und wir erzählen, was der Koran sagt. Nein, Liebe, Friede, Freude. La hawla wa la quwwata illa billah. Na gut. Seite 50. Die Hölle ist keine Bestrafung. Die Hölle ist keine Bestrafung für die lieben Muslime am Dings. Das ist derjenige, der demnächst euren Kindern den Islam beibringt, indirekt. Die Hölle ist kein Ort der Bestrafung. Nee. Sondern steht symbolisch für das Leid und die Qualen, die der Mensch im Laufe dieses Transformationsprozesses erlebt. Bla 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 bla. Ich habe es letztens schon erwähnt, im Koran gibt es hunderte Verse über die Hölle und die werden verbunden mit dem Wort Azab, Azab und Alim, schmerzhafte Strafe, Azab und Muhin, erniedrigende Strafe, Azab und Azim, gewaltige Strafe und so weiter und so fort, Azab und Shadid, heftige Strafe, so viele Verse. Es gibt Verse, wo die Leute in der Hölle raus wollen. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابَ. Wo der Käfer ruft, wäre ich doch nur Staub. Ja? Wo erwähnt wird von einem Baum, der Zakum heißt. إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوم تَعَامُ الْأَثِيم لَا حَوْلَ وَلَا كُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Ja? Es wird erzählt von Skorpionen, es wird erzählt von Inna ladayna ankala wa jahima wa ta'ama dha ghussati wa azaban alima. Wahrlich, bei uns gibt es Fesseln, wa jahim und Höllenbrand, wa ta'ama dha ghussa und ein Speise, die im Hals Würgen hervorruft, ja? Und schmerzhafte Strafe. Wer will da die Hölle leugnen, wenn er an den Koran glaubt? Wenn jetzt ein, nochmal für die Nicht-Muslime, wenn da draußen ein Nicht-Muslim ist, der sagt, er glaubt nicht an die Hölle. Ja, wir werden versuchen, ihn zu überzeugen, dass der Koran die Wahrheit ist. Das ist eigentlich für uns der Weg, jemanden von der Hölle zu überzeugen. Dass wir versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass der Koran von Allah ist. Und dann sagen wir, guck mal, im Koran steht es drin. Und dann sagen sie, ja, stimmt. Aber jetzt kommt jemand und erzählt, im Koran steht nichts von Hölle. Und da findest du fast Hunderte Beweise für die Hölle und für die Strafe. Aber was wird hiermit gemacht? Welche Wirkung hat das auf Leute, die die Sau rauslassen? Wenn sie auf einmal hören, es gibt keine Hölle. Und dann erzählen die natürlich, wisst ihr, was die dann für eine Ausrede haben? Die sagen dann, ja, die haben damals die Menschen auf eine bestimmte Art und Weise angesprochen. Erstmal, Allah hat den Koran gesandt, dass er bis heute Gültigkeit hat. Ansonsten hätte er einen neuen Propheten geschickt. Das muss man langsam in den Kopf der Modernisten gehen. Die kommen immer, ja, wie würde sich Gott heute offenbaren? Ja, Gott offenbart sich heute nicht. Punkt. Allah sagt im Koran, Sure 33, Vers 40,
Sure 33, Vers 40. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad ist nicht der Vater einer eurer Söhne, sondern der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten. Und Allah sagt im Koran, اليوم أكملت لكم دينكم. Heute habe ich eine Religion verfolgt. Das heißt, es kommt kein Prophet mehr, also kommt doch keine neue Botschaft mehr. Also schließen wir daraus, weil man ja den Verstand einsetzen muss, den haben wir eingesetzt, dass man sich an das Buch so halten muss, wie es damals war. Und dass man sich auch an dem Verständnis der Leute von damals orientieren soll. Warum? Weil der Prophet sagt, bei unserem Maßstab ist der Prophet nicht Frau Bürgermeisterin oder so, ja, weil dem möchte man gefallen, auch bitte. Weil die meisten Islamwissenschaftler wie der, die haben Komplexe, die wollen gerne von den Deutschen lieb gehabt werden. Und da kriegen sie auch einen schönen Job, ja. Die laufen nicht mit kaputten Schuhen rum wie wir, sondern die kriegen einen schönen Job, die kriegen ein schönes Auto. Und dann sind sie auf einmal Professor und alle finden sie ganz toll, verstehst du? Und keiner bekämpft sie. Es ist ein angenehmes Leben, verstehst du? So. Und in diesem Bezug. So, und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Hier. Ja? Subhanallah, subhanallah. Wo waren wir stehen geblieben? Ja. Diese Leute interpretieren dann, ja, es wurde damals so angesprochen. Wir sagen, der logische Verstand sagt uns, dass Allah dies als letzte Offenbarung bestimmt hat und dass er das herabgesandt hat, damit man sich daran hält. Und wenn das die letzte Offenbarung ist, die Allah an die Menschen gesandt hat, und die hat er nicht aus Jux und Dollerei herabgesandt, sondern aus einem Sinn, schließen wir daraus mit logischem Menschenverstand, dass man sich heute daran halten muss. Und wenn jemand sagt, ja, das war damals zum Verständnis der alten Araber, ja, dann erzähl uns doch mal, was die alten Araber unter Baum von Sakum verstanden haben. Die haben genau das verstanden, was wir heute darunter verstehen. So, was wollt ihr denn heute darunter verstehen? Was wollt ihr denn darunter verstehen? Und was verstehen die alten Araber unter heißer Speise, die in eine Geweide zerschneidet? Was? Genau das, was wir heute auch verstehen. Das heißt, das ist Blödsinn, dieses Gelaber. Und man muss sich nicht selber für blöd verkaufen. So, dann. Ach ja, genau. Hier kommt noch ein Knaller. Ja. Der Gedanke, Gott habe die Menschen erschaffen, weil er verherrlicht oder angebetet werden wollte, macht aus Gott einen von Minderwertigkeitsgefühlen geplagten Diktator, der auf der Suche nach sich selbst ist. Der Typ scheint selber auf der Suche nach sich selber zu sein. So, das schreibt er. Also, das heißt, Gott hat uns nicht erschaffen, damit wir ihn anbeten. Wir haben eben schon gesagt, es gibt klare Verse, die das sagen. Aber das Problem ist dieser Käfir. Das Problem ist dieser Käfir, der mit seinem kleinen Verstand, ja, weil er hat seinen kleinen Verstand zum Gott gemacht, der denkt jetzt, er könnte mit seinem kleinen Verstand Rückschlüsse auf Gott ziehen, wie das Wesen von Gott ist, aufgrund von einem Befehl. Ja, also da gibt es hunderte Befehle, wo er sagt, wir sollen beten. Aqimus Salat. Aqimus Salat ridulukin shams. Als Beispiel, so viele Stellen, ich meine, dass man was erwähnen muss. Kutiba alaikumus siyam, das Fasten ist euch vorgeschrieben worden. So viele Verse dieser Art. Kutiba alaikumus siyam. Ja? Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlisina lahu dinan hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata, und ist nichts anderes befohlen worden, außer, ja, Allah alleine zu dienen. Allah alleine zu dienen, mit Aufrichtigkeit in der Religion und das Gebet zu verrichten und dieser Kerl zu schneiden. Er sagt, nee, Gott will nicht, dass wir ihn anbeten. Dafür hat er uns nicht erschaffen. Allah sagt in Surah 51, Vers 56, er hat uns dazu erschaffen, damit wir ihm dienen. Weil, wenn wir das so sehen würden, dann wäre er ja von Minderwertigkeit gebraucht. Das Problem ist hier, dass er nicht versteht, dass Gott kein Mensch ist. Sondern was ist hier der Punkt? Der Punkt ist eigentlich, dass ein gläubiger Mensch so von vornherein nicht denken würde. Allah, der Name Allah bedeutet der Anbetungswürdige. El-Ma'bud. Al ist der bestimmte Artikel und Ilah bedeutet El-Ma'bud. El-Ma'bud bedeutet der Anbetung würdig ist. Wir schaden Allah nicht, in keinster Weise, wenn wir ihn nicht anbeten. Deswegen sagt Allah auch in Sure 51, Vers 57, danach sagt er, ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayut'imun. Ich will nicht, dass sie mir Rizq geben und ich will nicht, dass sie mich speisen.
Und deswegen sagt Allah in einem heiligen Hadith, der auch in den Arba'in Nawawiyah steht, Hadith von Abu Dharr, dass Allah sagt, Ya Ibadi, O meine Diener, Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kanu ala atka kalibi rajin wahidin minkum, ma zada thalika fi mulki shay'a. O meine Diener, wenn der erste von euch, der letzte von euch und Menschen und Geister alle das gottesfürchtigste Herz, das gottesfürchtige von euch hätten, das würde meiner Macht nichts hinzufügen. Aber der Mensch selber, wer hat den durch diese Ibadah? Der Mensch selber. Der Mensch selber hat den Nutzen durch diese Ibadah, weil er selber glücklich wird. Aber das hat er wahrscheinlich noch nie erfahren, weil er so eine schwere Kindheit hatte. Er erzählt auch, was er für eine schwere Kindheit hatte. Der wurde ja in der Wäschekammer oder so eingesperrt mit Mäusen und sowas. Ja, so. Der wird diese Süße spüren. So, aber warum wird man trotzdem bestraft, wenn man Allah nicht dient? Weil Allah gerecht ist. Und es ist ungerecht, dass jemand, der dir alles gegeben hat, der dich erschaffen hat, der dich lenkt, der dir die Augen gegeben hat, der dir dein Leben gegeben hat, dass du dich nicht wenigstens fünfmal am Tag verneigst. Und dieses Verneigen ist auch nochmal gut für dich. Und er verspricht dir dann dafür das Paradies und du sagst, nee, ich will dich nicht. Allah ist gerecht. Deswegen haben wir eben gesagt, für die Islampsychologen, Allah bestraft aus Gerechtigkeit, nicht aus Minderwertigkeitskomplexen. Boah. Achso, der Richter, wenn er einen Knast schickt, ja, dann ist er auch von Minderwertigkeitskomplexen geplagt oder was. Nee, die Gerechtigkeit muss er. Aber wer keinen Iman hat, wem Allah kein Licht gibt, der merkt nicht, dass man Allah dienen muss. Der spürt das nicht, weil das Herz tot ist, schwarz. Weiter Punkt, Seite 83. Allah ist nicht zornig, wenn man Nein zu ihm sagt. Erstmal, es gibt genügend Verse im Koran, zum Beispiel in Surah 48. Radiballahu alayhim wa la'anahum wa addalahum jahannam wa sa'at masira. Zum Beispiel in Surah 48 auf der ersten Seite direkt. Allah ist zornig auf sie, aber der Zorn von ihm ist, wie Imam Tahawi sagt, in Tahawiyah, ist nicht wie der Zorn von einem Menschen, sondern entspringt der Gerechtigkeit, ist nicht wie bei einem Menschen die Zornigkeit, weil Allah sagt im Koran, Surah 42, Vers 11, Laysa kamithli shay'in, nichts ist ihm gleich, okay? Das heißt, sein Zorn ist nicht ein Zorn wie von einem Menschen, der die Kontrolle verliert, etc., sondern ist ein Zorn auf eine Art und Weise, den wir nicht verstehen, weil Allah über unsere Vorstellungskraft ist. Aber er sagt es selber, dass er zornig ist auf diese Leute, wegen seiner, und das ist verbunden mit der Gerechtigkeit. So, aber was will er hiermit sagen? Er will hiermit was anderes sagen. Er will hiermit sagen, ja, so Seite 83 in seinem Buch, ja, dass es egal ist, ob du Allah willst oder nicht. Das heißt, das ist etwas, was die Religion schadet. Ob du Islam annimmst oder nicht, Allah interessiert das nicht, ist egal. Ist nicht wütend auf dich. Aber wenn du einem Menschen sagst, wie Allah im Koran sagt, ja, wie Allah sagt, ermahne mit dem Koran, wer die Androhung fürchtet, damit kannst du die Menschen bewegen. Da kommen sie mit der nächsten Schuppe. Ja, man soll Gott nicht aus Angst dienen. Ja, echt? Allah sagt im Koran, Surah 5, Vers 3, Fadatach schaum wach schauni, fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. So, das sagt Allah im Koran. Und Allah sagt im Koran, Yad'una Rabbahum khaufan wa tama'a. Sie rufen ihren Herrn an aus Angst und Hoffnung und lobt diese Leute, die das machen. Das heißt, was wird hier gelabert? Bruder, hier wird die Religion kaputt gemacht. Das sollten nicht alle Muslime im Klaren sein. Und da sagen wir, dieser Typ übrigens, ne, dieser Islamverdreher, der hat in einem Video gesagt, dass er die Verbände kontaktiert hat und mit denen gesessen hat und sie mit ihm einverstanden wären. Das sagt er in einem Video. Ich weiß aber aus Hamburg, da gibt es einen Rat von Muslimen, ich weiß nicht genau, wie der heißt, da gibt es einen Türken, der also gegen ihn geredet hat. Ich habe den Namen vergessen. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob das stimmt, was er sagt. Aber wenn das stimmt, was er sagt, dann hat er entweder die Moscheevorstände angelogen, ja, oder sie sind wirklich mit dem einverstanden, was er sagt.
Deswegen bitte ich alle Muslime, die dieses Video sehen, Briefe schreiben an Zentralrat der Muslime, Medigerisch, DTIP und fragen, was da los ist. Ob man nichts dagegen unternehmen will, dass hier ein Plan geschmiedet wird, um den Islam zu verdrehen. Kein Gebet, Allah hat es ja nicht geschaffen, damit wir ihm dienen. Was kommt dabei raus? Also das wird den Kindern dann beigebracht. Allah ist egal, ob du ihn anbetest oder nicht. Was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Da kommen Kinder raus, die nicht beten, die sich da gar nicht für interessieren. So, was ist das? Was ist hier los? Was ist das für ein Islam? Das ist ja kein Islamunterricht. Da sollen sie lieber zur katholischen Religionslehre gehen, da wissen sie wenigstens, dass das Quatsch ist. Da wissen sie wenigstens, dass das kein Islam ist, nicht ihre Religion ist. Aber hier wird ihnen etwas beigebracht als Islam vermittelt, was mit Islam absolut nichts zu tun hat. So, fünfte Sache, Seite 58. Ist das jetzt Seite 88 oder Seite 58? Ist ja auch egal. Nach der oben dargestellten Definition, jetzt gut zugehört, nach der oben dargestellten Definition des Islam ist jeder, der sich zu Liebe und Barmherzigkeit bekennt und dies durch sein Handeln bezeugt, ein Muslim, auch wenn er nicht an Gott glaubt. Seite 88. Wie gesagt, das Buch habe ich nicht selber durchgelesen. Eine Schwester, die hat das gemacht, von Dawa News. Oder ein Bruder von Dawa News hat das dort veröffentlicht. Ja, auf jeden Fall. Nach der oben dargestellten Definition des Islam ist jeder, der sich zu Liebe und Barmherzigkeit bekennt und dies durch sein Handeln bezeugt, ein Muslim, auch wenn er nicht an Gott glaubt. Das heißt, der hat jetzt den Islam gebracht, du brauchst nicht mal in die Hölle zu glauben. Du brauchst noch nicht mehr an Allah zu glauben, du bist auf dem richtigen Weg. Da muss man sich mal reinziehen. Der Karnevalsprinz, der da vorher war, ja, dieser Kalisch, der hat gesagt, den Propheten Mohammed gab es gar nicht. Der hieß selber Mohammed, der hat sich selber Mohammed Kalisch genannt. Und hat gesagt, ja, den Propheten, den Gaben, haben wir keine Beweise für, zu sagen. Das ist der helle Wahnsinn, oder? Ja. Aber er ist ja besser. Ne? Er glaubt ja, dass der Prophet gab. Also er ist da fest von überzeugt. Aber er sagt, ja, du brauchst ja nicht an Allah zu glauben. So, und dann hat er da eine Antwort drauf gegeben auf diese Sache. Meinte, ja, damit hat er ja nicht das und das gemeint. Damit hat er ja nicht gemeint, dass man nicht... Damit meinte er die Leute, da meinte er die Leute mit, die keine Warnung bekommen haben. Die meinte er damit. Erstmal, dann ist die Aussage auch falsch. Da muss man sagen, die Leute, die keine Warnung bekommen haben, zu denen keine Botschaft gekommen ist, die werden am jüngsten Tag auf die Probe gestellt. Aber es kann keiner die Existenz Gottes verleugnen. Wo gibt's das? Unglaublich, ach, unglaublich. Ja, wenn jemand zum Beispiel nie was vom Islam gehört hat, wird er am jüngsten Tag eine Probe bekommen. Aber hier versucht er eine Entschuldigung zu finden und erzählt tatsächlich in seinem Buch, dass Atheisten, die gute Menschen sind, ins Paradies gehen. Atheisten. Der hat den Papst überholt, Achi. Wirklich. Ach, der Papst ist mehr Muslim als der. Bruder, das ist unglaublich. Und der versucht hier seine chorschidische Philosophie da den Mann zu bringen. Ich weiß nicht, Bruder, denkst du, der hat vielleicht eventuell Drogen genommen? Könnte das sein? Ich meine, Achi, es kann doch wirklich... Also, Bruder, guck mal, es gibt ja viel Schwachsinn. Bruder, und es gibt ja auch manche Leute, die können... Aber wie kann man wirklich versuchen, mit dem Koran zu beweisen, dass man Gott nicht dienen muss und dass es keine Hölle gibt? Verstehst du, die Grundbausteine, Achi. Die Grundbausteine. Unfassbar. Da sagen die Gelehrten, das Erste, was du wissen musst, ist zu wissen, warum Allah dich erschaffen hat. Das sagt zum Beispiel Hafid al-Hakami in Alam Sunan Manshura. Direkt erste Frage. Ma'rifat al-amri alladhi khalaq Allah al-khalq li ajlihi. Wa arsal bi kutubuhu wa anzal bi rusulihi wa anzal bi kutubuhu.
Es ist unfassbar. So, jetzt. Ja, gut, haben wir auch gerade gehört. So, das war die fünfte Naturkatastrophe in der chorschidischen Anti-Islam-Philosophie. Dann Seite 94. Da Gott in der Welt hauptsächlich durch den Menschen eingreift, könnte man zugespitzt sagen, Gott braucht den Menschen. Ja. Dann sagen wir einfach so, 113. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Sprich, er, Allah, ist ein einziger. Ein einzigartiger Einer. Allahu samad, der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Es wird natürlich kommen, ja, so habe ich das nicht gemeint. Ja, dann schreib vernünftig und schreib keinen Schrott. Ganz einfach. Punkt. Ja. So, Seite 101. Und ich habe ja eben schon den Hadith erwähnt. Ja, Ibadi, oh meine Diener, wenn der Erste von euch und der Letzte von euch und so weiter. Allah braucht absolut niemanden. Ja. Seite 101. Jetzt hört mal zu, was er jetzt sagt. Seite 101. Die größte Sünde, die der Mensch begehen kann, ist nicht die, die sich gegen Gott richtet, sondern die gegen seine Mitmenschen. Was will er jetzt damit erreichen? Er will einen Islam, er will den Islam so hinbiegen, ja, dass das den Deutschen wohlschmeckt. Hauptsache, du bist ein guter Mensch. Und wer dann ein guter Mensch ist, das interpretiert dann jeder für sich selber. Ja. Der eine Mann, der geht jedes Wochenende in den FKK-Club und seine Frau sitzt zu Hause und sagt, ja, meine Frau weiß ja nichts davon. Hauptsache, ja, aber dadurch, dass ich hier diese Abwechslung habe, das belebt auch mein Eheleben. Der andere geht im Kaufhaus klauen und er sagt, ja, ich klaue zwar im Kaufhaus, aber die haben ja sowieso genug und ich bin arm und ich bin ja Robin Hood und ich gebe dann den Armen noch was. Verstehst du, ich meine, jeder, das ist wieder, wie Allah sagt im Koran, jeder, wenn es keine Regeln gibt, weil die sind ja gegen Regeln, wird sich jeder alles in seinen Eier nach seinen eigenen Lüsten zurecht interpretieren. Aber wenn du weißt, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, das sind die Grenzen. Tilka hududullah, wie Allah im Koran sagt, dies sind die Grenzen Allahs. Wa man yata'adda hududa faqad zalama nafsa. Und wer diese Grenzen überschreitet, der hat sich selber Unrecht angetan. Wa man yata'adda hududa Allahi faqad zalama nafsa. Und wer die Grenzen Allahs überschreitet, der hat seine eigene Seele Unrecht angetan. Das sind die Grenzen. Das heißt, es gibt Grenzen, aber das will er hiermit sagen. Ja, Hauptsache, du bist ein guter Mensch. Interpretation dann? So wie es Frau Merkel gefällt. Ja? Die sind ja auch nach dem 11. September extra ins Leben gerufen worden, um den Leuten den Islam eigentlich wegzunehmen und einen Namen zu hinterlassen. Du bist doch Muslim. Ja, ich bin Muslim, ich bete nicht. Ja, Fasten tue ich ab und zu mal. Ne? Kopftuch trage ich auch. Ja, Hatsch, da gibt es immer Dings. Ja, Weihnachten feiere ich auch. Und Ostern sowieso. Und Nikolaus bin ich immer dabei. Und alle Menschen gehen ins Paradies. Und keiner geht in die Hölle, außer die radikalen Islamisten, die gehen in die Hölle, ne, weil die nach dem Koran handeln. Ja, wer den Koran wörtlich nimmt und den ernst nimmt, der geht in die Hölle. Yari, das ist so das, was du im Kontext verstehst aus dem Buch. Allen wird verziehen, außer die vor Allah Angst haben und Allah lieben und sagen, wir wollen das so praktizieren, dass Allah das liebt. Was Allah liebt, Allah hat das herabgesandt, also liebt Allah das und wir machen das so. Boom. Wir wollen Allah dienen. Ja, nein, wenn ihr das so versteht, dann habt ihr ihn ja zu einem Diktator gemacht. Boah, ist das grausam, ey. Naja. Also er sagt, die größte Sünde ist gegenüber den Mitmenschen, nicht gegenüber Gott. Das heißt, bei Gott ist ja... Aber guck mal, was das Coole hier ist. Was das Coole hier ist. Also die guck mal, da siehst du, wie er sich auch selber widerspricht. Guck mal, er sagt, die größte Sünde, die der Mensch begehen kann, ist nicht die, die sich gegen Gott richtet, sondern die gegen seine Mitmenschen. So, welche Sünde richtet sich denn gegen Gott, wenn man Gott doch gar nicht dienen muss? Gott hat uns nicht erschaffen, damit wir ihm dienen. Verstehst du, ist doch voll der Widerspruch. Verstehst du, welche Sünde soll es denn geben? Er sagt doch vorher in dem Buch, ja, man braucht Gott nicht zu dienen. Gott hat uns nicht erschaffen, damit wir ihn dienen. Das ist falsch, weil dann wäre er ja so und so. Welche Sünde soll man denn gegen Gott machen? Soll einer einen Stein in den Himmel werfen? Das ist doch völliger Blödsinn. Also es ist die Sünde gegen den Mitmenschen. So.
Fragen wir den Koran. Was ist unser Maßstab, liebe Muslime und für die Nicht-Muslime nochmal? Wir wollen nur zeigen, dass das, was dieser Mensch predigt, kein Islam ist, dass er dem Islam schadet. Weil dem Islam schadet nicht derjenige, der dem Islam so darstellt, wie er will. Wenn es einem nicht gefällt, hat er Pech gehabt, friss oder stirb. So einfach ist das. Ja, so einfach ist das. Das ist doch die Wahrheit. Und wir sind keine Versicherungsvertreter. Wir geben den Leuten die Botschaft wieder. Und wir wünschen uns für die Leute auch, dass sie es annehmen. Aber wenn er nicht will, hat er Pech gehabt. Hier, das ist die Botschaft. Ja, wir sind wie Briefträger sozusagen. Ja, ich will das nur veranschaulichen. Oder sagen wir nicht Briefträger, man muss das vergleichen. Dauer mit Hikma bedeutet, du übergibst die Botschaft auf eine Art und Weise, dass die Leute es verstehen, wo es lang geht. Ach, wenn ich jemanden einrede, er kommt ins Paradies, obwohl er in die Hölle kommt, habe ich den in die Irre geführt. Wenn einer kurz davor ist, in ein Loch zu steigen, sage ich, ach nee, ich will ihn nicht verletzen. Nee, du musst schreien, halt, halt, bleib stehen, da ist ein Abgrund, nicht mehr weitergehen. Und du Angst hast, der fällt in den Abgrund. Da sagst du nicht, ja, nee, lass ihn lieber, ja, Hikma, nachher rufe ich ihn an und dann ist er nachher böse auf mich, weil ich zu laut geschrien habe. Ey, der fällt ins Loch rein und bricht sich alle Knochen. Da ist der Abhang 200 Meter, der kommt unten an als Moos, matschig. Boah, ja, es geht darum, was die Wahrheit ist. Die erzählen ja mal, wir schaden dem Islam. Die sollen uns mal erzählen, wie viele bei denen Islam angenommen haben. Keiner. Ja, warum soll er auch Islam annehmen? Weil, wenn der Islam annimmt, geht er nachher noch, laut dieser Theorie, geht er nachher noch in die Hölle. Weil dann könnte es ja passieren, dass er den Islam ernst nimmt, dann hört er zu den bösen Menschen. Ja. Dem Islam schadet nicht der, der den Islam so darstellt, wie er ist. Ja. Und von den Kuffar bekämpft zu werden, ist kein Indiz dafür, dass die Dawa falsch ist. Und es wäre die Dawa von Ibrahim a.s. falsch gewesen. Und es wäre die Dawa von Musa, weil der ist nämlich ins Feuer reingeworfen worden. Und es wäre die Dawa von Musa falsch gewesen, denn seine Anhänger, deren Kinder, deren Söhne sind getötet worden. Und da wäre die Dawa von Mohammed a.s. falsch gewesen. Sondern ganz im Gegenteil, die wahre Dawa wird bekämpft. Und deswegen wird unsere Dawa bekämpft, ganz klar. Und jeder, der was anderes erzählt, dem sage ich, er soll mit uns antreten, ich mache Debatte mit ihm und fresse ihn zum Frühstück. Ganz einfach. Guck mal, und du siehst, alles, was wir erzählen, hat Hand und Fuß. So jetzt, er erzählt, die größte Sünde ist die gegen die Mitmenschen. Guck mal, was der Koran sagt. Koran sagt in Sure 4, Vers 48, oder was im Koran steht, in Sure 4, Vers 48. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt es nicht, dass man ihm Götter zur Seite stellt, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. So, dass man Schuld begeht, dass man andere neben Allah anbetet. So. Das heißt, dass alles, was andere, ist darunter. Oder auf derselben Stufe. Wie Kufr und Nifaq nach einigen Interpretationen. Aber prinzipiell ist alles darunter, unter dem Schirk. So, wie kann jetzt jemand kommen? Wie kann jemand kommen? Und erzählen, nee, diese Sünde ist gar nicht so schlimm. Ob man andere Götter neben Allah anbetet, ist nicht so schlimm. Hauptsache, man ist ein guter Mensch, man tut den anderen Menschen nichts. Es widerspricht dem Koran, ganz klar. Allah sagt, er wird den Schirk nicht vergeben, also der mit dem Schirk stirbt, aber was darunter ist, wird er vergeben, wem er will. Punkt. Das ist die größte Sünde, Schirk. Und das ist schon wieder eine Leugnung des Korans von ihm, eine Koranverdrehung. Ja? So. Ich meine, wie groß muss der Kuffer von einer Person sein, dass er so ist wie der? Ich sage, ach, der Papst Franziskus ist mehr Muslim als der. Ja, ach, guck mal, der Papst Franziskus, der ist wenigstens ehrlich. Der sagt, er glaubt nicht an den Koran. Der sagt, er glaubt an den Koran, ist dann den Koran am Verfälschen und lädt zu einer neuen Religion. Das ist eine neue Religion. Das ist eine neue Religion, die mit Islam nichts zu tun hat. Außer den Namen. Ja. Du kannst auch sagen, ich bin Muslim, ich habe den Islam. Und dann bist du auf einmal Buddha am Anbeten. Und sagst du, im Koran steht zwar, man soll nur Allah anbeten, aber es ist nur metaphorisch gemeint. Ja, und ich bete Buddha an, weil... Das kommt als nächstes wahrscheinlich bei dem, weil der sagt ja, die Menschen haben etwas Göttliches. Und sagt er, ja, Buddha ist ja auch was Göttliches. Ich bete ja nicht Buddha an, ich bete nur das Göttliche an den Buddha.
Ach, das ist die Grundlage des Schirks. Wisst ihr, dass die meisten Götzendiener deswegen die Götzen angebetet haben, weil sie gesagt haben, in dieser Götze lebt etwas von einem Teil der göttlichen Existenz? Boah, ist das grausam, ey, mein Mann. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass man so weit kommt, ey. Aber dass man sich sowas traut, die Frechheit besitzt, so einen Schrott hier in aller Öffentlichkeit zu verkünden, das zeigt, dass wir Muslime anscheinend mit den Füßen in der Steckdose am Schlafen sind, dass wir sowas noch zulassen. Und dann sehe ich da so einen Bericht von dem, da kommt da so ein Mädchen, sagt, ja, ach, das ist ganz schön, er redet von Barmherzigkeit. Ja, Barmherzigkeit ist klar, wir reden auch von Barmherzigkeit, es gibt genügend Vorträge über Barmherzigkeit. Ja, braucht man nur mal umgucken, und Liebe zu Allah und so weiter, das ist so unser Hauptthema. Ja, aber der Koran ist ein komplettes Paket. Ja, ihr messt den Iman am Bart. Ne, wir messen den Iman nicht am Bart. Vielleicht ist jemand, der keinen Bart hat, besser als ich. Ja, für euch sind die Frauen, die kein Kopftuch tragen, keine Muslimen. Auch Schwachsinn, hat das jemals jemand gesagt von uns. Das Kopftuch ist keine Bedingung, um den Islam anzunehmen. Vielleicht ist eine Frau, die kein Kopftuch anzieht, besser als die eine oder andere Frau, die ein Kopftuch anhat. Aber diese Frau, die kann, weil im Islam stehen, wir gehen nach dem Koran, und im Koran steht, steht, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Das müsste Sure 97 sein. Ja? Wer nur ein Staubkörnchen Gutes tut, der wird es sehen. Und wer nur ein Staubkörnchen Schlechtes tut, der wird es sehen. Und nicht die Religion ist nicht das Kopftuch ist ein Teil der Religion. Übrigens, laut Ijma, laut Konsens aller islamischen Großgelehrten. Ja. Auch der Mu'tazila übrigens. Weil die kommen dann immer mit Mu'tazila. Weißt du? Ja, es gab ja früher Diskussionen, theologische Diskussionen. Ja, aber die Mu'tazila haben nicht darüber diskutiert, ob das Gebet Pflicht ist oder ob es eine Hölle gibt. Die haben über Eigenschaften von Allah geredet. Guck mal, wie die sich die Realität zurechtbiegen. Unglaublich, ne? Pachi. Nee, Sure 99 ist das. Vers 6 und 7. Vers 7 und 8. So. Auf jeden Fall. Um darauf zurückzukommen. So, das hatten wir jetzt gehabt. So. So. Punkt Nummer 8. Ja. Seite 116. Scharia als politisches System steht im Widerspruch zum Islam. Mit anderen Worten, dass jemand nach den Gesetzen herrscht in einem Land, die Allah offenbart hat, das steht im Widerspruch zum Islam. Guck mal, die Gelehrten sind sich einhelliger Meinung. Gelehrte von Maturidiyya, Gelehrte von Asha'ira, Gelehrte von Salafiyya, ja? Alle sind sich einhellig der Meinung. Gelehrte von Mu'tazila, weil mit denen kommen die, dass derjenige, der es leugnet, dass es eine Pflicht ist, mit dem Gesetz Allahs zu regieren, ein Käfer ist. Der sagt, es steht im Widerspruch zum Islam. Es ist haram. Ist haram, mit dem Gesetz Allahs zu richten. Und Allah sagt im Koran, in Sure 4, Vers 60, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِدُونَ أَيَتَحَاكَوْمَ إِلَى التَّغُوتُ وَكَدْ أُمِرُوا أَيَكْفُرُوا بِي. Hast du nicht diejenigen gesehen? Das müsste Sure 4, Vers 60 sein. Die behaupten, an Allah und den jüngsten Tag zu glauben und suchen ihr Urteil beim Tarut und ist befohlen, ungläubig gegenüber dem Tarut zu sein. Allah sagt in Sure 4, Vers 64 oder 65, ich muss es nochmal gucken, sagt er, dort sagt er, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Bei Allah, sie werden nicht eher glauben, bis sie dich zum Richter machen, also nach deinem Gesetz richten, dem Gesetz, mit dem Mohammed gekommen ist, durch die Offenbarung von Allah, bis sie dich zum Richter machen, das, was unter ihnen strittig ist. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Und dann keine Bedrängnis in ihrem Herzen wegen dessen finden. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمُ. Und sich völlig ergeben. Ich gucke nur mal kurz. Ich glaube, der erste Vers war Sure 4, Vers 6, damit ihr es auch nachprüfen könnt. Und auch die Muslime, die sich das angucken, sehen können, dass das, was der erzählt, mit dem Koran absolut nichts zu tun hat.
Und uns interessiert es nicht. Oder was heißt uns interessiert es nicht? Wir wünschen uns, dass die Leute den Islam mögen. Aber sie müssen den Islam als Islam mögen. Ja? Es ist genau, ich kann auch nicht, ein Mann wünscht sich, dass er als Mann gut gefunden wird und keiner findet ihn gut, weil er halt hässlich ist. So, dann lässt er sich eine Geschlechtsumwandlung machen zur Frau. Ja, jetzt findet ihn aber keiner mehr als Mann gut, sondern als Frau eventuell. So, das heißt, wir können nicht mit einer, unsere Aufgabe ist es, die Weiße in der Dawa ist, die Botschaft zu überbringen, so wie sie ist. Wir haben kein Recht, die Botschaft zu entstellen, damit sie Müller-Meyer-Schmitz gefällt. Der Prophet hat auch nicht zu Abu Lahab gesagt, auch hast dich jetzt aufgeregt? Ja, okay, gut, dann bete deine Götzen an, ist nicht so schlimm. Gott braucht ja deinen Gottesdienst nicht und der ist auch nicht zornig oder so. Und wenn du betest, so, ist nicht schlimm. So, ja, okay. Da braucht er mich ja nicht mehr mit Steinen zu begegnen. Ey, Achi, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Achi, guck mal, wie die, verstehst du, die stellen das so dar, als wenn der Prophet so gewesen wäre, Auzubillah. Möge Allah uns bewahren. Achi, so stellen die den Gesandten Allahs dar. Die stellen, Bruder, wenn das so gewesen wäre, dann hätte der Prophet, aber was hat der Prophet zu denen gesagt? Der Prophet hat zu denen gesagt, ja, wenn ihr mir die Sonne in die rechte Hand und den Mond in die linke Hand geben würdet, dass ich diese Botschaft verlasse, so werde ich sie nicht verlassen. Der hat nicht gesagt, ja, ach ja, komm, mach so. Genau das ist ja das Gegenteil der Fall. Allah sagt im Koran, Allah sagt im Koran, Sure 17, Vers 83 müsste das sein, ja. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Und beinahe hätten sie dich von dem abgebracht, was wir dir offenbart haben, damit du etwas anderes über uns ersinnst. Mal sehen, wie er das übersetzt. Nee, es ist Vers 73. Vers 73 ist das, nicht 83. Und sie hätten dich beinahe in schwere Bedrängnis um dessen Willen gebracht, was wir dir offenbarten, damit du etwas anderes über uns erdichten mögest, und dann hätten sie dich gewiss zu ihrem Freund erklärt. Und genauso ist es heute bei ihm. Der ist jetzt der Freund. Ach ja, das ist ja ein toller Professor. Der erzählt genau das, was wir haben wollen. Keine Hölle, kein dies, kein das. Alle Menschen sind gut, außer die den Koran ernst nehmen. Verstehst du? Okay, das bricht ja natürlich nicht so aus, aber ne? Das ist ja prinzipiell so. So. Und hätten wir dich nicht gefestigt, dann im 74. Vers, hätten wir dich nicht gefestigt, dann hättest du dich ihnen ein wenig zugeneigt. Was heißt das? Das heißt, der Prophet hat sich deren Angebote nicht zugeneigt. Aber hier kommt einer Simsalabim, Abracadabra, Simsalabim, genau mit dem, was die Leute hören wollen. Ja, dann. Und dann geht's weiter. Doch dann hätten wir dich das Doppelte im Leben kosten lassen und das Doppelte im Tod. Und du hättest keinen Helfer uns gegenüber gefunden. Deswegen sage ich zu diesen Leuten, ja, die sollen Allah fürchten. Wenn die Religion verbiegen, die müssen mit der Strafe schon im Diesseits vor dem Jenseits rechnen. Der Strafe im Diesseits schon vor dem Jenseits. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah diese Leute recht leiten oder uns vor ihrem Übel bewahren. Dann weiter. Ja. Ja. Wie gesagt, Scharia als juristisches System widerspricht dem Islam. Sure 5, Vers 44 auch noch. Ne? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ الْكَافِرُونَ. Wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Ja, aber das müssen wir. Ja, ist klar. Ja, damit ist mit. Aber wahrscheinlich ist Kafirun hier metaphorisch zu verstehen. Das heißt Mu'minun, die Gläubigen. Genau. Oder ja, mit dem, was Allah herabgesandt hat, damit ist nicht gemeint alles, was er herabgesandt hat, sondern ist nur das mit gemeint, was der Bundesregierung gut gefällt. So. Was haben wir noch hier für einen Schwachsinn? So, Seite 172. Guck mal hier, seit 172 auch wieder so ein Kuffer. Also Bruder, wie viele Kufferpunkte haben wir jetzt schon erwähnt? Das ist jetzt der neunte, ne? Seite 172. Obwohl die Quelle und der Urheber des Koran, obwohl Gott die Quelle und der Urheber des Korans ist, hat sich der Mensch
maßgeblich in ihn eingebracht. Was verstehst du darunter? Der Mensch hat mitgeschrieben. Ja, das versteht jeder darunter. So. Was sagt Allah im Koran? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Surah 15, Vers 9. Und Allah sagt in Surah 41, Fussilat, Vers 41 oder 42, Innaha la kitabun aziz, la yatil batilu min bayni yadayi wa la min khalfi. Dieses wahrlich ein starkes Buch. Das Falsche kommt nicht von vorn und hinten an das Buch an. Das wäre eine Fälschung. Und ist auch wieder etwas, was dem Koran widerspricht. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dies ist nur eine inspirierte Offenbarung. Der Mensch hat sich selber reingebracht. Was ist das? Das Kuffer hoch 10. Ja, und sonst soll er uns mal, ja, ich habe das anders gemeint. Sie verdrehen jemanden, ja, dann erklär es uns mal. Seite 100, aber selbst wenn er hier irgendwie eine Ausrede findet, wir haben hier schon so viele Katastrophen. Seite 126. Hier, das ist der Hammer jetzt. Seite 126, der Koran redet nur an vier Stellen von Verboten. Ich habe das mit dem Ali geprobt. Da habe ich gesagt, Bruder, ich suche jetzt 10 Verbote raus und stopp mal die Zeit, wie lange ich brauche. Ali, wie lange habe ich gebraucht? 2 Minuten, 1 Sekunde. 2 Minuten, 1 Sekunde habe ich gebraucht, um 10 Verbote rauszufinden. Der ist ja, das bin ich als Laie, weil ich habe ja keine Ahnung, das ist ja ein großer Islamprofessor. Ne? Ach, ich habe in 2 Minuten, 1 Sekunde 10 Verbote rausgefunden. Du brauchst nur Surat al-Isra rauszusuchen, ab Vers 32 und liest durch. Ja? Dann hast du schon direkt 10 Verbote. Aber was ist das? Verstehst du, Bruder? Nö. Das ist Islamverdrehung. Gibt ja gar keine Verbote, ist alles nicht so wichtig. Im Koran gibt es eigentlich nur 4 Verbote. 4 Stellen, an denen vom Verboten geschrieben wird. Ja? So, was ist das? Das ist Islamverdrehung. Was bleibt am Ende übrig? Am Ende bleibt nur übrig. Hauptsache, du bist ein guter Mensch. Und du trennst deinen Müll. Ja. Ja, das ist das, was übrig bleibt. Was bleibt noch übrig hier? Hier. Hier. Ich sag einfach mal ab Vers 29 lesen. Einfach mal runter. Komm, stopp jetzt mal die Zeit, wenn man die Stelle findet, wie schnell man 10 Verbote findet. Okay. So, Sure 17, Vers 29. Und lass deine Hand nicht an deinen Hals gefesselt sein, aber strecke sie auch nicht zu weit geöffnet aus, damit du nicht getadelt und zerschlagen Siederwitzen musst. Ja. So, dann weiter. Wahrlich, dein Herr erweitert und beschränkt dem er will, die Mittel zum Unterhalt, denn er kennt und sieht seine Diener wohl. Und tötet eure Kinder nicht aus Furcht vor Armut, wir sorgen für sie und für euch. Wahrlich, die Töten ist ein großes Vergehen. Und kommt der Unzucht nicht sah, seht das ein übler Weg. Und töte nicht das Leben, das Allah unversetzlich gemacht hat, es sei denn zurecht. Und wer da ungerechtigerweise getötet wird, dessen Erbe haben wir gewisse Ermächtigung gegeben, doch soll er im Töten nicht maßlos sein, denn er findet unsere Hilfe. Und tastet nicht das Gut der Weise an, es sei denn zu ihrem Besten, bis sie die Reihe erreicht hat. Und haltet die Verpflichtungen ein, ja? Denn über die Verpflichtung muss Rechenschaft abgelegt werden. Und gebt volles Maß, wenn ihr messt, und wiegt mit richtiger Waage, und das ist durchaus Vorteil, und letztendlich das Beste, und verfolge nicht das, wovon du keine Kenntnis hast. Ja? Wahrlich, das Ohr, das Auge, das Herz, und wandle nicht ausgelassen auf der Erde, wenn du kannst, denn du kannst weder die Erde durchbohren, noch kannst du die Berge in Höhe erreichen. Das waren die 10 Verbote. Wie viel lang war das? 1 Minute und 12 Sekunden. 1 Minute und 50 Sekunden? 12 Sekunden. Alles klar. Er hat bei seinem großen Islamstudium, das er angeblich abgelegt hat in Beirut, hat er bis heute in jahrelanger Recherche nur 4 Verbote gefunden. Wir haben gerade in 1 Minute und wie viele Sekunden? 12 Sekunden. 12 Sekunden 10 Verbote gefunden. Naja, das ist halt ein Islamexperte. Vielleicht hat er weniger als 1 Minute studiert. Wahrscheinlich hat er weniger als 1 Minute studiert, ja. Das stimmt. Ja. Oder vielleicht sind diese ganzen Verbote gar keine Verbote, sondern die sind metaphorisch zu verstehen. Die Gebote und Verbote sind alle metaphorisch. Da haben wir nicht kapiert, ja.
Ich frage mich eigentlich, man muss sich echt mal die Frage stellen, warum glauben die eigentlich an den Koran? Was ist der Sinn dahinter? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, wofür hat Allah den Koran herabgesandt, wenn die ja sowieso das so hinbiegen können, wie sie Bock drauf haben? Da steht oben, ja, das kommt auf die Perspektive an, könnte ja auch unten sein. Da steht links, ja, aber wir gehen von der anderen Seite, rechts. Da steht heiß, ist relativ, heißt kalt. Da steht kalt, ist auch relativ, heißt warm. Ist ja relativ, ne? Da heißt schmerzhafte Strafe, ist metaphorisch zu verstehen, ja. Das heißt große Belohnung. Ja, die Salafisten machen das falsch. Die halten sich an den, an den Wortlaut. Ja. Wofür hat Allah eigentlich den Koran im Wortlaut herabgesandt? Kannst du mir mal erklären? Warum hat er nicht ein Bilderbuch herabgesandt? Ja, warum hat er Wörter herabgesandt? Ja, weil normal ist, guck mal, wenn ich dir einen Brief schreibe, dann weißt du, logischerweise jeder Mensch, dass ich mit dir mit dem Brief etwas sagen will und dass du dich logischerweise an den Worten orientieren musst. Aber hier kommt man mit so einem Scheinargument, damit man danach den Koran zum Selbstbedienungsladen macht. Ja? Das heißt, was mir gefällt, nehme ich. Bismillahirrahmanirrahim, Allah ist im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Ah, der ist barmherzig, alles klar. Und was mir nicht gefällt, biege ich um. Ja, hier steht Hölle. Ja, aber das metaphorisch zu verstehen, weil Allah sagt, er ist vergeben und barmherzig. Deswegen gibt es keine Hölle. Ach so. Ja, das ist nur diese Transformation und das ist symbolisch gemeint. Ach, das ist echt nicht. Ja, was haben wir noch? 11, Seite 189. Jetzt wird's knapp. Wie lange habe ich eigentlich schon geredet jetzt, Bruder? Eine Stunde und eine Minute. Echt? Boah, krass. Das ist eigentlich ein Thema selber wert. Also, auf Seite 189 kommt der nächste große Kuffer von ihm. Die konfessionelle Vielfalt ist Gott gewollt. Das heißt, dass es viele Religionen gibt, das ist von Gott gewollt. Hier müssen wir erstmal eine Sache unterscheiden. Es gibt zwei Arten von Irada, von Wille von Gott. Einmal Irada Kauniyya und einmal Irada Shar'iyya. Irada Kauniyya ist alles, was passiert. Allah hat zum Beispiel etwas gewollt aus der Irada Kauniyya heraus, aus dem Willen des Seins heraus, was er nicht liebt. Zum Beispiel, dass jemand beispielsweise ein Verbrechen begeht. Aber hinter diesem Verbrechen, hinter dieser Sache, was passiert, steckt eine Hikma. Das heißt, er hat dieses Schlechte nicht für das Schlechte an sich erschaffen, sondern für das Gute, was daraus entsteht. Deswegen sagt Allah auch im Koran, sprich, ich suche beim Herrn der Morgenröte von dem Übel, was er erschaffen hat. Das heißt, wenn Allah etwas Übles erschafft, erschafft er es nicht für das Üble an sich, sondern für das Gute, was daraus entsteht. Das ist die Weisheit, die dahinter ist. Aber da habe ich auch schon intensive Vorträge drüber gemacht, über die Vorherbestimmung. Aber auf jeden Fall. Aber was er hier sagen will, ist, dass Gott mit dieser Sache zufrieden ist. Das ist verschiedene Religionen. Das ist natürlich riesengroßer Kuffer. Dann erstmal sagen wir dann, was sagen wir? Sure 3, Vers 19. Inna dina inda Allah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Was will uns Allah hiermit sagen? Er will uns hiermit sagen, dass wir dem Islam folgen sollen. Okay, warum sollen wir dem Islam folgen, wenn er doch mit den anderen Religionen auch zufrieden ist? So, Allah sagt in Sure 3, Vers 85, sagt er, wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird niemals von ihm angenommen werden, er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. So. Das heißt, Allah ist das egal, welche Religion. Das widerspricht komplett dem Koran. Jetzt sagen sie natürlich, Moment. Jetzt kommt die nächste Verbiegung. Islam. Mit Islam ist gemeint, sich Gott ergeben und die Christen ergeben sich ja auch Gott. Das sagen sie jetzt. Pass auf. Dann sagen wir zu dem, okay, Allah sagt im Koran, hatten wir eben schon, Sure 4, Vers 149 bis 151, dass die, die an die einen Gesandten glauben, an die anderen nicht glauben, die wahren Kuffar sind. Richtig? Okay. Glauben die Christen, die heute von Mohammed gehört haben und zum Islam eingeladen worden sind an Allah, an Mohammed? Nein. So. Das heißt, die sind keine Ungläubigen. Das ist, Allah ist nicht mit ihnen zufrieden.
Wir haben für die Kuffar Höllenfeuer vorbereitet. So. Dann Allah sagt im Koran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ. Diejenigen sind ungläubisch, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Also ist Allah mit denen zufrieden, die er Kuffar nennt? Findet er das gut? Findet er das richtig? Warum sagt uns Allah das? Allah sagt uns das, damit wir diese Leute warnen, damit wir selber nicht diesem Weg folgen. Allah sagt im Koran, guck mal hier, liebe Geschwister, guck mal, Sura 18. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladhina qalu takhadha Allahu walada. Und um diejenigen zu warnen, die sagen, Allah hat sich einen Sohn genommen. Warum soll man die warnen, die sich einen Sohn genommen haben? Weil Allah das gut findet? Allah findet die konfessionelle Vielfalt gut? Es ist Schwachsinn. Es ist ein Witz, ist das. Das ist der größte, das ist ein Kuffer, der noch nicht gesehen wurde. So. Dann sagt der Prophet alayhi salatu wasalam, Sahih Muslim, Salam alaikum, Bruder. Sagt der Prophet Sahih Muslim, La yasma'u bi ahadu min hadhi al-umma, la yahudi wa la nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min bi alladhi ursiltu bi, illa kana min ashabin nar. Es gibt keinen von dieser Gemeinschaft, weder Jude noch Christ, der von mir hört und dann stirbt, ohne seinen Glauben in dem zu bestätigen, womit ich gekommen bin, außer dass er zu den Gefährten des Höllenfeuers gehört. Klarer Fall. Das heißt, wie kann hier jemand kommen und behaupten, er handelt nach Koran und Sunna, indem er sagt, hier, Seite 189, die konfessionelle Vielfalt ist Gott gewollt. Das ist purer Kuffer. Purer Kuffer. Und das wird hier offiziell unterstützt, nach seiner Aussage, ne, von diesem Lügner, von den Verbänden. Er hat gesagt, er hat mit den Verbänden gesessen. Ich weiß aber, dass Leute aus Hamburg gegen ihn geredet haben. Aber deswegen nochmal, die Brüder und Schwestern sollen sich dagegen aufbäumen, sollen Briefe schreiben an die Verbände. Sollen mal fragen, was da los ist. DITIB Nord hat das auch gemacht. Was? DITIB Nord hat auch etwas gegen ihn geschrieben. DITIB Nord hat, Nord. Ach hier in Münster? Also gegen den Mohammed Rashid. Ja, DITIB Nord, ja super. Alhamdulillah, sind wir froh drüber. Bruder, aber ich sage, das ist das, was er gesagt hat. Deswegen sage ich nicht, ich will das nicht. Aber ich weiß, die eine, die Moschee in Münster, die haben ihn Fotos schießen lassen in der Moschee. Ja? So, deswegen, so etwas kann nicht toleriert werden, Achi. Da muss vorgewarnt werden, das gibt's doch gar nicht. Achi, so ein Schrott, der wird demnächst, das soll der Islam werden in Deutschland. Keine Hölle, alle kommen ins Paradies, sogar Atheisten sind Muslime, selbst wenn sie nicht an Gott glauben, gute Menschen sind. Achi, immer. Ari, da hat der Scheitan nicht mitgerechnet. Bruder, glaub es mir. Also ich glaube, der Scheitan, der hat im Leben nicht damit gerechnet, dass irgendwann mal ein Karnevalsprinz ankommt. Ach, und versucht mit dem Koran zu beweisen, dass es keine Hölle gibt. Ari, es gibt keine Hölle. Lies doch mal den Koran, da steht es doch drin, ja. Lies doch mal den Koran. Guck mal, ich schlage jetzt den Koran auf und guck mal auf die Stoppuhr, wie lange ich brauche, um die Hölle zu finden. Ich schlage einfach auf hier, okay? Und suche. Hä? Warte. Jetzt. Ja. Guck, top, hab's. Wie lange hat es gedauert? 36 Sekunden. 36 Sekunden habe ich gebraucht, bis ich eine Hölle gefunden habe. Suche 35, Vers 36.
Und für diejenigen, die ungläubig sind, ist das Feuer der Jahannam. Der Tod wird nicht über sie verhängt, sodass sie sterben könnten, noch wird ihnen etwas von ihrer Strafe erleichtert. So vergelten wir es jedem Undankbaren. Und sie werden darin schreien: Unser Herr, bringe uns aus der Hölle heraus. Wir wollen rechtschaffende Werke tun, anders als wir zuvor zu tun pflegten. Ach, es ist unglaublich, Bruder. Es ist wirklich unfassbar, wie sowas kommt. Aber jetzt pass auf. Jetzt kommen die Karneval, dieses Dreigestirn, ne, die kommen ja jetzt, kommen die mit einer Ausrede. Ja, guck mal, diese radikalen Salafisten, ja, die gehen nach ihren Gelüsten, wir gehen nach unseren Gelüsten. Ach, wir werden von der ganzen Welt bekämpft, ja, weil wir sagen, nix, Allah steht an erster Stelle, verstehst du, könnt ihr euch auf den Kopf stellen und La Paloma pfeifen, könnt ihr machen, was ihr wollt, interessiert uns nicht, Allah steht an erster Stelle. Ja, deswegen bekämpfen wir uns, dann sagen die, ja, guck mal, im Koran steht doch, in Sures 2, Vers 62, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَالسَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Wahrlich, die geglaubt haben, und die Juden und die Christen und die Sabier, alle die an Allah und den jüngsten Tag glauben, werden ihren Lohn von ihrem Herrn kriegen und werden am nächsten Tag nicht traurig sein, noch Angst haben. Okay. Was haben wir gesagt? Dann sagen die, ja. Was wäre jetzt die beste Antwort für die? Sagen wir, ja, ist metaphorisch gemeint. Nee, die beste Antwort ist, der Koran erklärt sich durch den Koran und der eine Teil des Korans widerspricht sich nicht mit dem anderen. Was steht hier? Steht hier in dem Vers, wahrlich diejenigen, die glauben und diejenigen, die den Propheten Mohammed verleugnen? Steht hier, wahrlich diejenigen, die glauben und diejenigen, die nicht an den Koran glauben? Nein. Steht hier, wahrlich diejenigen, die glauben und diejenigen, die sagen, Allah ist eine Trinität? Steht hier, wahrlich diejenigen, die glauben und diejenigen, die sagen, Allah hat sich am siebten Tag zur Ruhe gelegt und geschlafen? Steht hier, wahrlich diejenigen, die glauben und diejenigen, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria? Nein. Aha. Okay, wir haben aber andere Stellen, hier steht Nasara und Yahud. Weil sie sagen, ja, guck mal hier, die Fundamentalisten, diese Salafisteln, die sagen jetzt, ja, damit sind aber nur die Juden und Christen gemeint, die vor Mohammed gelebt haben und an Jesus richtig geglaubt haben mit der richtigen Akida. Wo steht das denn hier? Hier steht Juden und Christen. Was sagen wir? Bei uns sind die Interpretationen keine Willkürinterpretationen, sondern bei uns sind die Interpretationen nach Koran und Sunna nachvollziehbar. Hier steht Yahud und Nasara. Steht hier, okay? Gehen wir jetzt nur auf Yahud und Nasara ein, was Sabi'in, das ist jetzt sowieso nicht das Thema, ja? Weil es ist ja immer der Streitpunkt Yahud und Nasara. Okay, Yahud und Nasara ist ein allgemeiner Begriff, dazu gehören viele Gruppen. So, und wir sagen, damit sind diejenigen gemeint, wer? Die vorher gelebt haben, an Jesus mit der richtigen Botschaft geglaubt haben. Was ist unser Beweis dafür? Erstens, der Koran widerspricht sich nicht. Und Allah sagt im Koran, وَالَّذِينَ سُورَةُ التَّغَابُنُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Diejenigen, die ungläubig sind, unsere Verse der Lüge bezeichnen, den Koran, die werden die Gefährten der Hölle sein und dort ewig bleiben. Das heißt, diese Juden und Christen, die hier in dem Vers gemeint sind, können nicht diejenigen sein, die den Koran verleugnen. Okay. Zweitens. Allah sagt im Koran, den Vers hatten wir heute schon mehrmals, Sure 9, 4, Vers 149 bis 151. Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan zalish. Die nicht an Allah und den Gesandten glauben. Ja? Und die zwischen Allah und den Gesandten einen Unterschied machen wollen. Nicht im Sinne von Anbetung, sondern im Sinne von, ja, die sagen zum Beispiel, ja, wenn Allah sendet etwas herab im Koran, hier auch, und der Prophet sagt etwas, das ist sogar eine Widerlegung für die Koraniyun eigentlich auch. Ne? So, Sie sagen, wir glauben an die einen und nicht an die anderen. Das heißt, die glauben an einen Gesandten, nicht an anderen. Und die wollen einen Zwischenweg machen. Was ist mit denen? Ulaika humul kafiruna haqqa. Dies sind die wahren Ungläubigen.
Guck mal, krass, dass Allah an dieser Stelle sagt, das sind die wahren Ungläubigen. An dieser Stelle sagt, das sind die wahren Ungläubigen. Guck mal. Was ist hier? Okay, gehen wir zurück auf den Vers. Die sagen, wir glauben an die einen Gesandten und glauben nicht an die anderen. Das heißt, wenn einer einen Gesandten von Allah an ihn nicht glaubt, was ist er dann? Ist ein wahrer Ungläubiger. Okay, glauben die Juden an Isa? Nein. Sie sagen, das ist ein Scharlatan. Glauben die Juden an Mohammed? Nein. Also sind sie nach diesem Vers Ungläubige. Das heißt, sie sind schon mal raus. Und an vielen Stellen steht, dass für die Ungläubigen Hölle bereitet ist und so weiter und so fort. So, Christen, glauben die an Mohammed? Nein. Also kann mit diesen Juden und Christen nur welche Leute gemeint sein? Erstens, die den Koran nicht als Lüge erklären. Zweitens, die den Propheten Mohammed a.s. nicht ablehnen. Wer kann das also sein? Das können diejenigen sein, die vorher gelebt haben. Das ist eine Koraninterpretation. Das ist eine Koraninterpretation. Nicht, ja, Hölle, das ist metaphorisch gemeint, das meint damit, das bedeutet, ach, es ist zum Heulen, ist das. Es ist zum Heulen. Ach, und sowas soll die Religion beeinflussen. Und da haben die so einen anderen Scharlatan, gefragt aus, ich glaube aus Osnabrück, der soll jetzt die nächste Lehrerausbildung machen. Ja? Und da hat er gesagt, ja, diese Pierre Vogel und Co., das sind ja alles Laienprediger. Rauf Ceylan oder so heißt er. Für den Rauf Ceylan, wenn du sagst, wir sind Laienprediger, ist ja kein Problem, wir können uns ja hinstellen. Auf eine Bühne machen wir eine Debatte, dann werde ich dich zum Frühstück fressen, ganz einfach. Dann werde ich den Leuten mal zeigen, was du für ein Jahil bist mit deinem Soziologieabschluss. Ganz einfach. Bruder, verstehst du, unser Wort ist Call Allah, Call Rasulullah, nichts anderes. Und jetzt versuchen die denen zu vermitteln, aber guck mal, wie gefährlich das ist. Und da wird er gefragt, ja, wie kann man denn diese radikalen Gedanken, radikaler Gedanke, dass man glaubt, und das hat eben ein Bruder erzählt, ne, was jetzt die radikalen Gedanken sind. Radikale Gedanken sind jetzt, Salafisten sind jetzt diejenigen, die Koran und Sunna nicht in Frage stellen. Die Koran und Sunna nicht in Frage stellen, das ist jeder Muslim, wenn er sagt, Ashhadu, ich bezeuge, La ilaha illallah, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Damit bezeugt er, ich bin überzeugt, dass der Koran die Wahrheit ist. Und ich bin überzeugt, dass der Prophet a.s. der wahre Gesandte ist. Also, wenn wir wissen, eine Sache ist im Koran, und eine Sache ist authentisch in der Sunna überliefert, dann brauchen wir nichts mehr zu hinterfragen. Wo wir etwas hinterfragen ist, am Anfang. Salam alaikum. So, deswegen, Brüder, die Sache ist ganz wichtig. Ja, das ist alles Kufr hoch 10. Und hier gibt es noch einen anderen Punkt. Wie gesagt, wir interpretieren das alles nach Koran und Sunna und nicht nach irgendwelchen Gelüsten, sondern nach der Realität. Und dann haben wir hier noch auf Seite 190, der Islam ist nicht der einzige Weg zur ewigen Glückseligkeit. Das haben wir eigentlich eben schon widerlegt. Ja, das heißt, das ist purer Kuffer und möge Allah uns davor beschützen. Salam alaikum.